Tag 2 von der grünen Erzählung. Was können wir denn heute erwarten? Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass es weitergeht. Und nachdem wir gestern ja einen fulminanten Auftakt hatten, geht es heute um konkrete Fragen, die von sehr großer Bedeutung sind für die Frage grüne Erzählung. Wir haben heute Vormittag die Frage, wie erreichen wir die Demokratieverdrossenen? Man könnte auch sagen, die sich von der Demokratie abwenden oder skeptisch sind. Und wir wissen ja, das sind ganz unterschiedliche Gruppen. Das sind ausgeschlossene, abgehängte, prekäre. Das ist aber auch ein sehr selbstbewusstes Teil des Bildungsbürgertums, das schon immer gesagt hat, dieser Pluralismus und dieser Liberalismus ist uns zu viel. Ja, das kann man schon sozusagen bei Heidegger nachlesen. Und wir haben dann nach der Mittagspause eine weitere Schlüsselfrage, nämlich die nach dem Zustand des öffentlichen Raums, digital und analog. Also wie kommen wir überhaupt wieder an den Punkt, dass öffentliche Zusammenkunft, öffentliches Zusammenleben schichtenübergreifend, klassenübergreifend stattfindet. Das ist digital und analog, das ist eine Schlüsselfrage. Und dann haben wir ganz am Ende nochmal die Frage, wie ist es eigentlich mit den Gemeinschaften, mit dem Selbst, vielleicht mit der Identität auch, ich setze das mal in Anführungszeichen, in der liberalen Gesellschaft. Also wenn es die traditionellen Zwangsgemeinschaften nicht sein sollen, wo man dazu muss, egal ob man will, welche Gemeinschaften sind es denn dann? Das ist so die Abschlussfrage. Also wir haben volles Programm. Und jetzt ab 10 Uhr geht es ja im ersten Panel um innere Sicherheit in Zeiten von neuen Bedrohungen. Ja. Dazu gibt es auch wieder auf böll.de/stream den Livestream. Warum sollte ich den jetzt einschalten? Naja, zunächst mal ist es so, wenn man über Freiheit und Selbstbestimmung und Emanzipation spricht, dann ist natürlich in Wahrheit die Sicherheitsfrage eine ganz elementare. Denn Freiheit ohne den Schutz vor Gewalt, Terrorismus ist natürlich undenkbar. Man muss ja auch mal sagen, dass der öffentliche Raum, gerade im Interesse derer, die jetzt eher in den Banlieues leben oder in schwierigen Umständen, dass da Sicherheit eine ganz, ganz wichtige Frage ist. Uns erwartet sicher eine kontroverse Diskussion mit Bettina Gauss von der Taz und Till Steffen, der ja in Hamburg grüner Justizsenator ist. Und ich denke, dass wir die ganzen Fragen, die sich da stellen, sehr kontrovers und interessant vorgeführt bekommen. Vielen Dank.